Also vor der Interviews erzählt haben der ersten Generation aus der Türkei, möchte ich Ihnen allgemein den Migrationsverlauf kurz schildern. Vorab werde ich kurz über den Begriff Einwanderung etwas sagen. Wir sollten alle wissen, dass es seit Beginn der Menschheit Aus- und Einwanderung gibt. Die Geschichte der Menschheit ist gleichzeitig auch die Geschichte der Aus- und Einwanderung. Oder umgekehrt. Die Arbeitsmigration aus Italien, Griechenland, aus dem ehemaligen Jugoslawien, Tunesien, Marokko und der Türkei Anfang der 60er Jahre ist in der Bundesrepublik Deutschland nichts Neues. Nur die Art und Weise, wie eine Einwanderung Migration stattfindet bzw. abläuft, ist eben unterschiedlich. Die Migration in die klassischen Einwanderungsländer wie Amerika, Kanada, Neuseeland und Australien ist ganz anders verlaufen als in der Bundesrepublik Deutschland. Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch das Einwanderungsland und die Entscheidung des Individuums, sich für immer sein Land zu verlassen, um in einem Aufnahmeland sich niederzulassen, diese sind die zwei zentralen Aspekte der klassischen Einwanderung. Bei der Arbeitsmigration der Menschen aus oben genannten Ländern, Anfang der 60er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland, fehlten diese beiden zentralen Aspekte einer Einwanderung. Das Fehlen dieser Aspekte ist nicht nur die Hauptursache der vielen gesellschaftlichen Probleme, vor allem der nicht gelungenen Integration der Arbeitsmigranten aus der Türkei, sondern auch der Entstehung der parallelen Lebensräume. Mittlerweile haben beide Seiten erkannt, dass diese Menschen doch hier auf Dauer bleiben werden. Deshalb können wir erst jetzt von einer Einwanderung bzw. Migration reden. Aufgrund dieser Erkenntnis wird auch verspätet seitens der bundesrepublikanischen Gesellschaft, Staat, Kommunen und Institutionen usw. wird sowohl auf der Bundesebene, zum Beispiel nationaler Integrationsplan, als auch auf der kommunalen Ebene, auch hier in Mülheim an der Ruhr, vieles unternommen, um die mittlerweile von beiden Seiten gewünschte Integration zu fördern. Insofern denke ich, dass die Integration erst jetzt eine Chance hat. Was aber die erste Generation, die im Rahmen des Anwerbeabkommens vom 30. Oktober 1961 zwischen der Republik Türkei und der Bundesrepublik Deutschland nach Deutschland kamen, angeht, haben wir es vor allem mit Menschen zu tun, deren Ziel und Traum es war, in die Türkei, in die Heimat zurückzukehren. Erst dann, wenn ausreichend Kapital angespart worden war, ein bescheidenes bürgerliches Auskommen zu Hause zu sichern. Für die allermeisten von Ihnen ist dieser Traum ausgeführt. Sie stehen mittlerweile vor der bitteren Erkenntnis, nur mit den Resultaten ihrer persönlichen Fehlkalkulation kämpfen zu müssen. Teile der ersten Generation hatte bis vor kurzem immer noch die Hoffnung, irgendwann zurückzukehren. Diese Entscheidung, viel mehr in der Verwirklichung, wurde wieder und wieder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ursächlich hierfür waren viele Faktoren, von denen ich eines exemplarisch herausgreifen möchte, um zu demonstrieren, dass es auch anders und zwar besser gegangen wäre. Einer der Gründe für das Bleiben von Rentnern, die eigentlich lieber zurückkehren wollen würden, ist die Tatsache, dass die medizinische Versorgung in der Bundesrepublik um ein Vielfaches besser und sicherer ist als in der Türkei. Nach jahrelanger Schwerstarbeit sind diese Menschen oft körperlich schon im Alter von zwischen 55 und 60 schlicht verbraucht. Die Gewissheit, dass daraus leicht ernsthafte Erkrankungen entstehen können, gepaart mit der Kenntnis der Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei, veranlasste sie schweren Herzens auf eine Rückkehr zu verzichten, da es bekanntlich dann für sie keine Möglichkeit mehr gegeben hätte, zu Behandlungszwecken hierher wieder einzureisen. Sie bleiben also, obwohl sie mit ihrer Rente in der Türkei sehr viel besser leben könnten als hier,
obwohl in der Türkei ihre Häuser stehen, für die sie jahrelang gearbeitet haben, obwohl es ihnen in gewisser Hinsicht, so denke ich etwas, in der Türkei auch gesundheitlich besser ginge, da eine Vielzahl von Beschwerden psychosomatischer Art sind. Hätten diese Rückkehrwilligen eine Daueraufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik gehabt, die gültig bliebe, auch nach einer Einkehr in die Türkei, so hätten mit Sicherheit viele ihren Daueraufenthalt mehr als gern in die Heimat verlegt, gestützt durch die Gewissheit, im Notfall die hiesige Krankenversorgung in Anspruch nehmen zu können oder zum Beispiel kurzfristig bei familiären Schwierigkeiten einspringen zu können. Eine Entscheidungshilfe für die Betroffenen wäre die Einbürgerung der doppelten Staatsbürgerschaft. Dieses Mittel der Rückkehrhilfe wäre nicht nur einfach, es wäre auch, um etwas gewichtiger auszudrücken, eine Frage der gesellschaftlichen Ethik gewesen. Schließlich haben diese Menschen hier ja auch schwerste Arbeit geleistet und mit ihren Steuern dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik ein wohlhabender Staat wurde. Man könnte sagen, die Bundesrepublik wäre ihnen diese Erleichterung schuldig gewesen. Ein solches Entgegenkommen hätte bei den Betroffenen auch etwas in Gang setzen können, das bisher kaum stattgefunden hat. Das Gefühl von Anerkennung ihrer Arbeit hier und den damit verbundenen Konsequenzen von kultureller Zerrissenheit und zerstörten Familien, ein Gefühl der Wertschätzung und ein Zeichen von Verständnis angesichts individueller Schwierigkeiten. Diese Erleichterung blieb jedoch aus. Sie blieben also hier und sahen sich aus Mangel an Heimischsein veranlasst, einen parallelen Lebensraum zu schaffen, eine Nische innerhalb der deutschen Gesellschaft. Die Stadtteile mit türkischen Reisebüros, Lebensmittelgeschäften, Teestuben, Versicherungsbüros, Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Restaurants, Bäckereien, Boutiquen, Sportvereine, Moscheen, mitunter mit Internaten, Reisebüros, Lohnsteuervereine, Banken, Diskotheken, Freizeitsplätze, Angebote von türkischen Medien und Bestattungsunternehmen. Sie entschuldigen, auch türkische Bordelle sind ein Beleg dafür, dass bereits solche Nebenwelten entstanden sind. Kurz gesagt, eine rein türkische Daseinsvorsorge bietet jede denkbare Dienstleistung an, von der Geburtshilfe durch den türkischen Gynäkologen bis hin zur Bestattung nach islamischem Ritus. Vielleicht musste es vor dem Hintergrund der erfolgten Rückkehr vieler Türken und dem Beharren der deutschen Politik und Gesellschaft, kein Einwanderungsland zu sein, so kommen. Dementsprechend hat keine der Seiten sich auf ein dauerhaftes Bleiben in Deutschland vorbereitet. Und beide Seiten stehen jetzt vor dem Resultat ihrer Fehlkalkulation. Ich denke, folgende Punkte haben zu dieser Entwicklung mit beigetragen. Integrationsverweigerung und sozialer Ausschuss durch die deutsche Politik und Gesellschaft, mangelnde Integrationsbereitschaft und selbstgewählte Isolation der Türken, Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft, ohne zu übersehen, dass es auch in der türkischen Nebenwelt Phänomene wie gesteigerten Nationalismus und Deutschfeindlichkeit gibt. Eine deutsche Aufnahmegesellschaft im eigentlichen Sinne des Wortes hat es nie gegeben. Die zuerst Eingereisten wurden ja als Arbeitskräfte lediglich von den deutschen Unternehmen aufgenommen, die jetzt zum Beispiel durch Familienzusammenführung hinzukommenden werden wiederum nicht etwa von der deutschen Gesellschaft aufgenommen, sondern von der türkischen Nebenwelt. Wir müssen erkennen, dass dieser Prozess nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es gibt aus der zunächst provisorisch aufgebauten Nebenwelt eine auf Dauer ausgerichtete und dennoch in das deutsche System integrierte Gesellschaft anzusprechen. Noch haben die Türken weder ihre beste Moschee noch die besten Vereinslokale gebaut. An deren Verwirklichung sollten Türken und Deutschen gemeinsam arbeiten und gemeinsam stolz darauf sein. Es ist leichter, die Ursachen für die Integrationsprobleme zu ergründen, als verlässlich zu sagen, was man tun muss, damit Integration für beide Seiten befriedigend gelingt. So viel
Aber es ist klar, es kommt darauf an, möglichst viele Schnittstellen zu schaffen, möglichst viele Gelegenheiten für gemeinsames Handeln zu eröffnen, möglichst viele Formen von Gemeinsamkeit zu fördern. Zurzeit gibt es lediglich an den Zwangsschnittstellen wie Schule, Arbeitsplatz und so weiter ein Zusammenkommen von deutschen und ausländischen Mitbürgern. Selbst an diesen Zwangsberührungspunkten kann man beobachten, wie deutsche und ausländische Bürger sich reparieren. Solange die ausländische zugewanderte Wohnbevölkerung eine vergleichsweise geringe Minderheit darstellte, konnte die Strategie des Nicht-zur-Kenntnis-Nehmens vermeintlich noch aufgehen. Die absehbare demografische Entwicklung wird jedoch schon sehr bald andere Zahlenverhältnisse mit sich bringen. Hier nur zwei Beispiele. Von knapp 90 Duisburger Grundschulen haben im nächsten Schuljahr mehr als ein Drittel einen Migrantenanteil von über 50% in den ersten Klassen, Stand 2009. Der Anteil der Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung im Alter von unter 18 Jahren in Berlin beträgt 44%. Für die Bevölkerung im Bezirk Mitte ergab sich in dieser Altersgruppe sogar eine Quote von 72%. Und auch in Neukölln und Friedrichshain, Kreuzberg, überwog bei weitem die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 66 bzw. 58%. Diese Entwicklung ist eine Herausforderung an alle an ihr Beteiligten, die sich der Gefahren bewusst sind, die eine dauerhafte Spaltung der Gesellschaft mittel- und langfristig mit sich bringen wird. Mein Wunsch für die Zukunft ist, alles dafür zu tun, dass sich die Fronten zwischen diesen parallelen Lebensräumen und der übrigen Gesellschaft oder einiger ihrer Teile nicht verhärtet. Voraussetzung hierfür ist, dass die zukünftigen Bürger dieses Landes, sowohl deutscher als auch die ausländische Herkunft, frühmöglichst, das heißt zum Beispiel im Kindergarten, sich kennenlernen und anfreunden und damit den Entstehungsprozess von Vorurteilen gebrochen wird. Diese Gegenseitigkeit und das Miteinander sollte kontinuierlich in Schule, im Beruf und überhaupt im Leben eine Fortsetzung finden. Anschließend möchte ich einen Appell formulieren. Unterwürdigung und Achtung vor der Lebensleistung der Einwanderer der ersten Stunde, die es geschafft haben, und zwar auf sich allein gestellt, in fremder Kultur, innerhalb einer fremden Sprache, einen eigenständigen, funktionsfähigen und vitalen Lebensraum geschaffen zu haben. Alle, die diesen Prozess mitgestalten und beeinflussen können, sollten die Ärmel aufkrempeln und sich an der Arbeit machen. Ich danke Ihnen.